Das ist echt bitter. Man will bessere Bedingungen und wird dann gefickt. Was labert denn der? Warum ist hier jede Tür offen? Kann man hier auch? Sehr gut, die Tür ist zu. Die ist doch hoffentlich auch zu, die Tür. Optimal. Und die hier? Na, es war ja klar, dass die offen ist. Ich stelle mir hier Folgendes vor. Das ist so eine irgendeine Anstalt. Sieht man ja, ne? Irgendwie Toiletten und Gänge und Gitter und so ein Scheiß. Entweder ein Knast oder eine Psychiatrie mit Gestank. Und der Doktor schraubt an irgendwelchen Leuten rum. Auch an uns vielleicht? Das war ja die erste Erinnerung, die erste Sequenz, die wir... Fickt euch so hart in den Arnus. Also nicht ihr, aber hier die Gegners. Wir holen uns mal dieses Teil hier. Was ist das? Ein Schriftstück. Wie kann man das jetzt mit 1? Ah, mit N. Okay. I'm sitting at my desk pretending to work. If you look like you're writing and focused on what you're doing, nobody bothers you. I've been watching the guy two desks over from me for a few days now. I don't know his name yet. He looks agitated, and then the doctor calls him for these therapy sessions. I'm not sure what they do to him in there, but when he comes out, he's placidly calm. He has his gold watch that they let him wear. I'm not sure why they let him keep it. They confiscate all personal items when you're transferred to Hector. They even took my bear. I know it's stupid, but it helps me sleep. Okay, Hector steht wohl für eine Anstalt, so heißt diese Anstalt hier. What? The actual... Fuck. Scheiße. Die Uhr geht kaputt, weißt du? Was ist denn das jetzt? Da komme ich her, ne? Ja. Licht an, bitte. Ach komm, warum kann ich denn das Licht nicht anmachen? Ist da vorne was? Oh nein. Mir kommt immer direkt so ein Schauer. Kommt mir den Buckel hinuntergerutscht. Hier war doch irgendwas. Da, ja. Was ist das? Eine Batterie oder was? Was ist denn das? Ist das eine Dose oder eine Batterie? Ich kann es gar nicht. Er packt sie einfach weg. Ich will gucken. Ich gehe näher an den Bildschirm. Er packt sie weg. Der will nicht, dass ich das sehe. Der Dreckarsch. So schöne Bilder vom Land. Ah, Menschenskinners. Wir gehen einfach jetzt hier weiter, weil hier ist alles zu. Ist das ja auch zu? Hoffentlich ist es auch zu. Sehr gut. Also Intelligence, ich nehme an, wie gesagt, die Administration oder sowas. Lirum Larum. Nein. Und diese Frau eben muss wohl... Ich dachte jetzt erst eine Mitarbeiterin sein, aber sie hat gemeint, sie haben ja auch den Bär weggenommen und also ich glaube, sie ist auch eine Insassin. Wir schnuckern jetzt nochmal kurz hier so eine Tablette. Ich habe sie scheinbar schon genommen, weil eine verloren gegangen ist. Wo ist da hinten jetzt das Licht an eigentlich? Ach, egal. Halt, da leuchtet was. Wie ich voll das Auge dafür habe. War das gerade eben noch nicht da? Leute, ich kreisch, ne? Wenn sich jetzt dieser Raum verändert, in dem wir gerade stehen, so wie vorhin. Nee, es verändert sich jetzt nichts mehr, wenn ich das sage. Verstehst? Jackson is putting in a petition to make our conditions better. Heat, hot food, news from our family. Das hört sich jetzt an wie ein Wärter. Auch diese krakelige Handschrift, obwohl die krakelige Handschrift hat ja nichts zu bedeuten, aber es klang jetzt jemand wie ein arbeitender Mensch, der hier unterwegs ist in diesem Puff. Weil dieses Licht da draußen ist schon... Okay, wisst ihr was? Hier sind die Geräusche der weinenden Frau. Oh nein, warum geht denn das auf? Hier war ich ja noch gar nicht, kann das sein? Ah, fick doch die Wurst. Hier ist nichts. Oh. Wisst ihr, was ich gut finde? Ich habe jetzt noch kein Versteck-Feature festgestellt, dass ich mich irgendwo verstecken könnte, dass ich irgendwo drunter mich verpimmeln kann oder so. Das gibt mir Hoffnung, dass mich hier nichts jagt, sondern dass ich hier nur so psychischen Terror ausgesetzt bin, aber sonst nichts geschieht. Wir gehen mal hier hoch. Hallo? Daktelekte? Daktelekte? Penis an Daktelekte? Was haben wir hier? Und wir eine Kamera, die uns beobachtet. Licht an. Ja, wir können das Licht anmachen. Das macht alles so heimelig hier. Da möchte ich direkt hier einziehen, du, ne? Guck mal, ich mache hier das Licht an. Ja, das macht das Licht auch. Es flüstert jemand. Die Glühbirne explodiert. Ich sehe auch kommen, dass es hier ein Mehrteiler wird. Irgendwie fühle ich keinen Fortschritt. Ich hoffe, das geht für euch klar. Hä? Warte mal kurz. Hier ist zu. Was ist überhaupt nichts... Was nicht logisch ist, weil ich ja hier durch... Okay, ich gehe mal kurz hier durch. Okay. Civilians, aha. Wir gehen noch kurz hier weiter. Ah! Guck mal da! Mensch, ey! Hör auf zu labern. Oder ich mach dich tot. Da leuchtet irgendwas. Ich hab schon gesehen. Da hinten leuchtet was da auf der Kiste. Was können wir hier machen? Das scheint kaputt zu sein. Ah, Tape full. Okay, was? Ah, da leuchtet was. Moment. Wo ist es hin? Tape? No Tape. Das ist jetzt fort? Kann ich hier jetzt aufheben? Find the tape. Zum Glück haben wir eine Frau auf unserer Seite. Oh! Ey, shit, hier liegt... Das lag doch gerade eben noch nicht da. Wir lesen uns das durch, aber im Raum. Im Raum, der schön... War der nicht eben noch hell? Wir lesen so...
Das Licht geht aus, alles klar. Wir lesen es uns hier mal durch. I haven't seen Jackson for 3 days. Did he go home? Ich weiß es nicht. Was fragst du mich, du Idiot? Ah, da leuchtet das Ding immer noch. Ich wollte gerade sagen, ist das andere jetzt weg oder was? Er ist wieder zurück. Und lesen hier, im Raum der Sicherheit. We're being filmed. Everything we do here ends up on a tape somewhere. Mhm. Everything. I started seeing the place differently after I realized that. Those who've been here for a while always kept their heads down. They were always curt when you tried to talk to them. They didn't want to implicate themselves in anything. I've walked by the surveillance rooms before, but we don't have clearance to enter. It's a good bet that's where they're keeping the tapes. Ja, da bin ich ja jetzt. Wo sind denn jetzt die verschissenen Tapes? Wer hat die denn gegessen? What's the fuck? Nun gut. Dann... Die... Oh, Generator Room ist auch offen. Oh Gott, hört ihr das, wie widerlich sich das anhört? Als würde hier irgend so ein... Banke drumlaufen und Geräusche machen? Guck mal, die Tür hier ist auch voll verdallert. Da wollte jemand... Nein, das ist in das Rämische da. Aber Moment, soll ich jetzt nochmal zurückgehen? In den Raum, wo es vorhin halt auch weitergegangen wäre? Wir gehen mal kurz hier rein. Was haben wir, was... Ist das der Raum von... Ist das der Raum von gerade eben? Wo wir den ersten Zettel gefunden haben? Nee, oder? Da leuchtet schon wieder irgendwas. Ich hab so Schiss. Oh Gott. Ich hab noch so eine Dose aufgehoben. Verpisst euch. Noch so ein Zettel. Okay, wir... Oh, noch ein Zettel. Wir gehen kurz hier in die... Ich kann mir nicht in die Ecke stellen. Ich hab Schiss, dass mich beim Lesen was überrascht. They've gone missing. The 10 who signed the petition have gone missing. Oh, das ist bitter, oder? Das ist echt bitter. Man will bessere Bedingungen und wird dann gefickt. Vielleicht sogar wortwörtlich, wer weiß. I could be wrong, but I'm pretty sure he's been working for 2 days straight. He hasn't gone up to use the washroom. I haven't seen him in the mess hall or the dorms. He hasn't said a word in days. He just sits there, working. Sometimes I hear him moaning a little bit from his desk. I don't think he knows he's doing it. Oh Gott. Das klingt so, als wenn einfach alle wahnsinnig geworden wären. Außer sie. Nein, warum ist denn jetzt hier auf? Was ist denn jetzt los? Der gleiche Raum wie vorhin. Meine Hose ist schon gestrichen voll. Gestrichen voll! Ich muss bald mal jetzt hier eine kleine Pause machen. Das ist für mich zu aufregend. Oh Gott, hier geht's auch weiter. So viele Türen. Kann man hier auch? Sehr gut, die Tür ist zu. Die ist doch hoffentlich auch zu, die Tür. Optimal. Und die hier? Na, es war ja klar, dass die offen ist. Habe ich eben das Licht angemacht? Nee, ne? Kann ich... Oh Gott, irgendwas ist gerade geplatzt. Da ist jemandem gerade der Hode geplatzt. Scheiße. Soll ich die Tür jetzt eigentlich offen lassen? Es dauert immer so lange, die zu öffnen. Da habe ich Schiss, dass ich die nicht schnell genug aufbekomme, wenn mich was jagt. Hier ist zu, ne? Ja. Der Raum ist jetzt ultra unnötig hier. Guck mal, hier ist nichts. Also außer ein Safe. Okay, gut. Ich habe nichts gesagt. Er ist ein Safe. Das ist schon was, ein Safe. Also, wir machen jetzt Folgendes. Wir sind hierher gekommen. Da sind wir hergekommen. Wir können noch hier lang. Oh mein Gott, wartet mal. Das hat sich schon wieder verändert. Ich hab doch... Das war das, was ich eben gesagt habe. Shit. Und schon wieder? Leute, das macht mich fertig, das Spiel. Das macht mich richtig fertig. Wenn man... Oh Gott, die Tür geht ja auf. Wenn man sich auf solche Sachen wie Level-Design nicht verlassen kann, man denkt sich, okay, gut, hier war ich schon, hier habe ich alles gecheckt, ich kann weitergehen. Und dann machst du die nächste Tür auf und stehst wieder im gleichen Raum. Und das Krasseste wäre, du drehst dich um und der Raum hinter dir ist was anderes. Oder irgendein Viech, das dir an den Klöten spielt. Oh mein Gott. Oh, die Tür ist verkratzt. Guckt euch mal die Kratzer an. Kann ein Mensch solche Kratzer machen? Sag bloß, der hat ja irgendwelche Forschungen betrieben und hat dann den Menschen irgendeinen Scheiß gemacht. Oh mein Gott. Tür, du musst ein bisschen zugehen, bitte. Ja, warum ist denn hier auch schon wieder offen? Nee. Oh. Da ist leckere Pasta. Ich hab... Okay. Collectible Food ist hier nicht reingegangen. Ich hatte hier schon zwei. Das heißt, das hier muss irgendwas anderes sein. Sieht aus wie eine kleine Dose. Wie winzig ist das Teil? Wir können ja vorne eine Taschenlampe haben, wie man sieht. Also möglicherweise... Okay, noch kurz eine Pille genommen. Möglicherweise, ja, kriegen wir noch eine Taschenlampe. Licht? Ah, sehr gut. Die Lampe zerplatzt sofort. Und die Räume sehen wirklich eklig gleich aus. Überlegt mal, ihr müsst hier drin wohnen. So als Insass. Warum ist hier auch offen? Okay. Oh mein Gott. Oh, hier ist wenigstens das Ende, okay. Also, das Spiel ist krass. Es ist... Hier ist wieder so ein Schacht. Okay, das ist komplett nur hingegrafikt. Was labert denn der? Warum ist hier jede Tür offen? Kann das nicht einfach alles zu sein? Sehr gut. Ich muss langsam zurücklaufen. Ich habe wahrscheinlich schon so viel... Ah, Madison. Ich habe wahrscheinlich jetzt schon so viel...
Na, nicht wirklich verpasst, ich bin ja noch nicht vorbeigelaufen, aber wisst ihr, was ich meine? Mir kommt das hier wie eine Sackgasse vor. Also gut, was heißt Sackgasse? In dem Spiel heißt der Sackgasse direkt der Weg zum Ziel und... Und ein Stuhl. Holy fucking cow. Wir sind jetzt schon wieder hier in dem Raum? Was ist denn? Nee, hier waren wir noch nicht. Ah! Wir haben das Tape gefunden! Wir laufen einfach durch die Wilderness und finden ein Tape. Das ist doch jetzt lächerlich. Und zwei Schriftstücke direkt mal anhören. Hoffentlich ist es hier zu. Nein, hör zu. Wir müssen uns doch Schriftstücke anhören. Los. Kane is looking over here. He always stares at me. I'm writing this note, so I look busy. I don't want him to come over. He hurts me. Oh. Keep writing the note. Not that it matters anyway. I'm one of the only women in Hector, and Kane is a fucking animal. He comes into my dorm almost every night, and he touches me. Shit. I pretend to be asleep until he finishes. I pretend to be asleep until he leaves. Wow. And then I cry, as quietly as possible, so he doesn't hear and come back. He gets angry when I'm awake. Ach du Scheiße. Die wird da wohl richtig tief reingezogen in die ganze Scheiße und scheinbar vergewaltigt oder zumindest betatscht. Wir hören uns mal das hier noch an. Tonight, we'll meet at McGuinn's room. He has a plan. Okay, das klingt schon mal nach Widerständlern oder sowas, die hier vielleicht versuchen auszubrechen. Wir werden jetzt an der Stelle mal einen Cut setzen, damit ich es auch noch heute hochbekomme. Ich schaff's eh nicht mehr pünktlich. Ich habe so einen Huddel gehabt. Ich habe die neue Grafikkarte eingebaut, alles geil, aber, das wusste ich ja im Vornherein eigentlich schon, sie hat nur einen einzigen HDMI-Eingang und kein DVI-I-Anschluss mehr, sondern nur noch DVI-D, dieses 24x1. Und mein Zweitbildschirm ging nicht dran. Ich habe jetzt einen Fernseher genommen und ich war im Mediamarkt und habe einen Adapter gesucht von VGA auf DVI-D 24x1. Es gibt zwar ganz viele Adapter von VGA auf DVI-D, aber nicht auf dieses 24.1. Voll zum Kotzen, jetzt habe ich mir einen HDMI zu das Adapter geholt und habe jetzt den HDMI-Fernseher, halt mit HDMI-Anschluss jetzt hier, zack, bumm, Kartoffelsalat. Schrecklich, oder? Schrecklich. Egal, jetzt geht's. Das war auch sau wichtig für den Stream auch, ne? Später, wenn ich stream, hätte ich dann nur einen Bildschirm gehabt und hätte den Chat nicht lesen können. Dann wäre der Stream, das wäre scheiße gewesen. Ihr habt bis jetzt durchgehalten. In diesem krassen, also ich find's krass, Horror-Ding. Wer weiß, was jetzt noch passiert. Ich find's total widerlich mit diesen verkackten Räumen. Und wenn mich dann noch irgendwas verfolgt, jagt oder mich angreift, dann kreisch ich wie ein Mädchen. Gebt euch mal einen Daumen nach oben, habt ihr gut gemacht, ja? Und vielen Dank für die ultra krasse Daumen-Action auf das gestrige Video. Wir haben bald 300 Daumen auf dem Teil. Naja, ich hoffe, ihr seid nicht so krass verschissert. Die früheren Horror-Videos kamen nie so gut wie andere Videos von mir hier auf dem Kanal, weil scheinbar viele von euch Angst haben. Alle hopp, gell? Ciao, ciao. Hehehe.